Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth, der leeren Elf Warlock. Es bleibt einfach immer noch schwierig zu sagen. Weiß auch nicht warum. Irgendwie macht nachtgeborener Krieger, das rollt irgendwie von der Zunge und leeren Elf Hexenmeister irgendwie nicht so. Kriege ich den Seelenstand vielleicht noch durch? Ja, super. Zumindest das nochmal hingekriegt, aber ich glaube, ich brauche nicht. Ich glaube, ich brauche nicht. Ich glaube, mein merkwürdiger Spielstil und das mega Gepulle hier hat es irgendwie doch geschafft. Schön. Ne? Wenn ich sowas in Naschatag abgezogen hätte, so eine Aktion, wäre ich halt instant umgefallen, ey. Das ist, es ist schon ein bisschen frustrierend, dass man mittlerweile einfach nur noch Depp vom Dienst ist. Ne? Und das ganze schöne Gear, was man hat, einfach gar nicht mehr so viel bringt. So, das war jetzt vielleicht auch nicht so die beste Taktik. Aber sollte funktionieren. Mit dem guten Kataklysmus und allem drum und dran. Na, na, na. Oh, Bruder Pike, hau raus, Junge. Junge! Haut der raus, der Junge. So. Dafür kriegen wir 75 Artillerie. Wow. Und jetzt sollen wir die Tore öffnen. Alter, das ist wieder da oben. Das schießt einfach wieder da oben. Kannst du mich nicht mal irgendwie dahin packen, wo ich bin? So, er müsste eigentlich jetzt treffen. So, jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen hochregen. Hoffentlich. Wie sollen die Se- Was ist das? Die Seelen in diesem Objekt können wir rauslassen, um die Tore zu öffnen. Okay? Ich glaube, das ist die Intro-Quest für den Schrein der Stürme. Und ich glaube, wir sind hier einfach gleich fertig. Oder? Kommt da jetzt noch was? Weiß es nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Wir ömmeln mal die Glocke. Sieht cool aus. Hat was. Bam, bam, bam. Und die sehen so, wir klopfen mal an, ganz freundlich und höflich. Kommt, Brüder und Schwestern, wir stehen zusammen! Gezeiten des Blutes! Alter, ist schon wieder einmal im Monat, oder was? Ich kann hier aufmounten. Ich kann hier aufmounten! Woo! Ja, okay, das ist noch nicht da. Ich dachte, das wäre schon der Eingang zum Dungeon gewesen. Aber der kommt erst gleich. Der kommt erst gleich. Okay. Ja, aber ich bin ewig nicht mehr hier gewesen, muss ich sagen. Und den Flugpunkt sollte man vielleicht auch mitnehmen. Da ist der Eingang zum Dungeon. Und da vorne ist Stormsang. Lord Sturmsang. Das Ende des Sturms. Schön. Oh, da gibt's eine Cutscene. Psst, jetzt, psst. It's over, Stormsong. Look around you. You're surrounded. All I see are lost souls crying for release. You brought your end with you, Pike. I must deliver the fleet to our glorious savior, Ashara. Ja, Frodo! Sam! Ja, ömmeln wir das Ding mal kaputt. Sam, I know you're in there. You have to fight this. He is lost. All that remains is darkness. Alles, was noch da ist, ist Dunkelheit. Vermutlich richtig. Was auch immer dieses Ding da ist. Wahrscheinlich Dunkelheit. Ja? Dunkelheit, alte Keule, die Nummer vom Dämonenjäger. Nee, die habe ich nicht. So. Okay, ich muss mal langsam wieder ein bisschen Seelen
Splitter abbauen. Denn die Höllenbestie hat ja immer noch welches generiert. Und es ist, glaube ich, nicht so geil, wenn es einfach verpufft in der Luft. Ne? Das wollen wir nicht. Und ich glaube, hier ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Und warten kurz auf unseren Kataklysmus. Wenn er jetzt mal fertig ist da. Gehe ich mal kurz mit dran. Setz mal den Kataklysmus. Den Stun. Und einmal schnell hier das noch durchcasten. Zack, funktioniert! Und jetzt nochmal hier schön einen Chaos Bolt in die Fresse. Das ist weniger die Fresse. Das ist irgendwie vielmehr der Bauch gewesen. My fall is by the beat in the heart of Infinite Abyss. Okay. Oh no! Nein! It is not safe here. Come. There is an old watch post overlooking the shrine nearby. Lucky Doos and Luke. Okay. Ja, der gute Sam wurde in einen leeren Biest verwandelt, das wir jetzt kaputt geömmelt haben. Ich glaube, das ist auch das Ende dieser Story. Ja, da müssen wir jetzt in den Dungeon reingehen. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig hier. Logischerweise. Und wir sollen jetzt Lord Sturmsang besiegen. Ausmerzen im Dungeon. Das mache ich aber erstmal nicht. Und Talia schickt mich zurück zum Meister. Zum Meister! Meister hat Dobby eine Socke geschenkt! Okay, die schickt uns zurück zum Hafenmeister in Boralus. Zudem wollen wir aber gerade gar nicht, denn wir wollen ja im Sturmsangtal weiterquesten. Ihr seht, hier sind noch mega viele Ausrufezeichen. 3 Stück und 3 Fragezeichen, ne? Das ist hier Justus Jonas, ne? Peter Shaw und das ist Bob Andrews. Der ist immer so ein bisschen weit außerhalb. Und, ja, da wollen wir uns doch nochmal angucken, was diese 3 uns zu erzählen haben, ne? Also, bin ja in letzter Zeit wieder häufiger am 3 Fragezeichen hören. Ich mag's einfach. Es macht Spaß. Es ist schön, so auch zum Einschlafen zu hören, ne, die 3 Fragezeichen. Da gibt es, ich weiß gar nicht, mittlerweile 100 Millionen mindestens verschiedene Episoden. Und die sind einfach nicht so schlecht, muss ich sagen. Die sind einfach nicht so schlecht. So, okay, wir sind, wie heißt denn das Ding hier eigentlich? Brennerdamm. Okay, wir sind bei Brennerdamm. Okay, ich glaube, es lohnt sich erstmal nach da, nach Osten zu reiten und sich den Flugpunkt zu holen. Ja, ich glaube, das bringt mehr. Der wird uns wahrscheinlich irgendwie nach Norden wird er uns nicht bringen, aber irgendwo anders wird er uns schon bringen. Und solange wir den Flugpunkt haben, können wir da immer wieder hin zurückkehren. Ne? Wir wissen, ich will zurück zu dir. Das funktioniert. So. Okay. Was? Honeybear? Oh! Honeybear, Tiger, ach, das ist ja schön. Melancholy Mule, Alter! Das ist super! Das ist schöne Winnie-Pooh-Anspielung, Leute. Schöne Winnie-Pooh-Anspielung. Oh, da ist sogar ein Schweinchen mit dabei, Pig. Piglet. Und Jäger Robin. Aber wo ist die Eule? Alter, wo ist die Eule? Und Rabbit. Rabbit fehlt auch. Da sitzt er. Cool. Okay. Da ist sogar so eine Schaukel quasi. Schön, aber wo ist die Eule? Eule haben sie nicht mitgenommen. Aber okay, Tigger ist auch ein bisschen bekannter, muss man sagen. Ja, aber trotzdem, ja. Jo, sehe ich. Gopher haben sie auch nicht mit drin. Sowas aber auch. Auch keine Heferlumps und Wusels. Was ist denn nur mit Blizzard los? Leute, was ist denn nur mit Blizzard los, ne? Ingame-Shop macht WoW kaputt. Ganz schlimm. Können nicht mal mehr ihre Anspielung richtig machen. Mann. Scheiß Activision. Buh. Buh. An der Stelle. So. Ah, ja. Okay. Wir wollen mal schauen, was es hier gibt. Investigate Mallory. Okay, hier sind irgendwelche Honig-Elementare. Okay.
Christopher Robin! Ach, hier mein Honig. Und mir läuft gerade der Schweiß beim Spielen echt ordentlich. Der läuft gerade echt ordentlich. Runter, das ist, ich hasse diese Jahreszeit, ne? Wer auch immer sagt, Sommer ist so geil, ja? Ja, Leute, ich habe eine Kellerwohnung und ich schwitze mir hier einen ab. Also, Sommer ist nicht geil. Sommer ist, ja, kacke, würde ich mal behaupten. Naja, vielleicht, okay, für einige vielleicht nicht, aber Sommer ist jetzt nicht so toll, wie immer alle sagen. Muss man einfach mal, gerade so als auch als Allergiker, ne? Sommer ist nicht so das Nonplusultra für uns. Ja, für meine Rasse. Für meinen Clan. Oh, da habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen geschlafen mit dem Live, aber scheint noch zu funktionieren. Alles gut. Haben wir sie alle niedergeprügelt. Clues found. Ah ja. Okay, der bringt mich zu Christopher Robin, oder was? Und dem Bären, das ist ja... Okay, da bin ich dann wahrscheinlich zu früh hingekommen, oder? Nee. Nee, es geht, glaube ich, hier um was anderes. Es geht darum, wer hat diese Elementare letztendlich zu verantworten. Warum sind die hier und warum gehen die nicht weg? Ja, ne, weggehen fragt man sich immer wieder, aber warum sind die da? Würde mich auch interessieren, wer kommt denn auf die Idee? Naja, was für eine Waffe können wir denn mal einsetzen? Ja, wie wär's mit Honig? Ja, Honig? Ja, Stubenfliegen bleiben dran hängen. Okay. Stubenfliegen bleiben dran hängen. Honig ist klebrig. Das muss doch irgendwie eigentlich als Waffe einsetzbar sein, ne? Muss ja. Geht nicht anders. Und dann hat sich wahrscheinlich einer gedacht, machen wir mal Honig-Elementare, ne? Warum nicht? Ich meine, es gibt Wasser-Elementare, es gibt Frost-Elementare, es gibt Bier-Elementare. Warum nicht Honig, ne? Das ist immer so die Frage, die sich immer so Leute stellen, ne? Warum eigentlich, ne? Das ist immer so eine Frage. Und die eigentliche Frage ist doch, warum nicht? Ja, warum nicht? Man muss das einfach immer mal fragen. Ja, warum eigentlich nicht? So. Und jetzt hat er der Kleine... Wer bist du eigentlich? Wie heißt du eigentlich? Ansel Minhol? Wüsste jetzt nicht, auf was das eine Anspielung sein soll. Hier ist eine Hundehütte. Hübsch. Und Honigfarben im Wald. Dann, dann, dann. Das war der Honig. Mit dem Honig. Im Bienenstock. Ja, habe ich sämtliche Cluedo-Spiele gelöst. Ist immer die richtige Antwort. Der Honig mit dem Honig im Bienenstock. Schlimm sowas. Schlimm sowas. Ja, ich habe letztens auch so einen voll merkwürdigen Traum gehabt, ey. Das war... Ich kann es wirklich einfach nicht beschreiben. Es ging irgendwie... also ist auch, ne, ein bisschen... Man muss auch mal von seinen Träumen reden, ne? Nicht nur von der Realität, der armen, kalten, einsamen. Da ging es um Wespen. Und ich war ganz... Es war irgendwie ganz merkwürdig. Überall waren auf einmal Wespen. Und man hat irgendwie versucht, vor den Wespen wegzukommen. Und das hat irgendwie nicht funktioniert, weil sie waren irgendwie in jedem Raum. Diese scheiß Wespen. Auf einmal. Und ja, das... Jetzt schon wieder ein Bug wahrscheinlich, oder? Der hat keine Charge mehr. So. Das war so prinzipiell der Traum, ne? Wespen, überall Wespen. Und Wespen töten Menschen, ne? Das muss man einfach mal sagen. Wespen töten Menschen. Im Gegensatz zu Bienen, die nur Leute umbringen, wenn sie allergisch reagieren auf den Stich. Wespen sind Arschlöcher und sind auch sehr, sehr einfach zu... Wie heißt denn das auf Deutsch, das Wort? Fuck, fällt das Wort nicht mehr ein. Wir sind auch sehr, sehr einfach zu aggressivieren. Sie werden auch sehr schnell aggressiv. So, sagen wir so. Sie werden auch sehr schnell aggressiv. Und eines der Punkte oder einer der Punkte, die da eben mit reinspielen, ist auch, wenn man eine Wespe anpustet. Ja? Wenn eine Wespe einem zu nahe kommt, man pustet die Wespe an, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Sollte man nicht tun. Denn Wespen nehmen diesen Kohlenstoffdioxid und Monoxid, der eben in der Luft drin ist. Okay, was soll ich tun? Oh, den muss ich töten. Okay, gut, dass ich nicht weggelaufen bin. und
Also diese Stoffe ähneln halt einem Angriff des ähneln halt einem Angriff des Wespennestes, des Stocks, ne? Und dadurch werden diese Wespen halt dann eben aggressiv, weil sie glauben, angegriffen zu werden, ne? Und das kann halt wirklich, naja, sagen wir mal, ins Auge gehen, ne? Eigentlich, achso, ja, ich wollte ja kein Level Gear anziehen. Habe ich kurz vergessen. Passiert ab und zu mal. Stick Boot. Okay. Ja. Ach, Sticky Boot. Ah, ein festklebender oder feststeckender Stiefel. Hm. Woran es wohl, was das wohl sein könnte. Bin mal gespannt, wie dieses Mysterium sich hier am Ende auflöst. Wer bist du denn? Ah ja. Yetis. Okay. Ja, ein Experiment, das, sagen wir mal, ein bisschen fehlgeschlagen ist. Oder, nicht ganz das erwünschte Ergebnis hatte. Okay. Ah, sie wollen, also der wollte einfach mehr Honig haben. Mehr Honig! Hat nicht so, also hat schon funktioniert, muss man sagen, wenn man sich so umguckt. Mehr Honig hat funktioniert. So, und er versucht jetzt hier diese Honigelementare ein wenig zu beruhigen. Und braucht dafür irgendwas. Royales Jelly. Royal Jelly übrigens ist etwas, das es auch in der Realität wirklich gibt. Das ist, naja, der, nicht Schleim, sondern der Honig eigentlich, der von der Königin, ich weiß nicht, produziert wird oder der zum Füttern der Königin da ist. Irgendwas in der Richtung. Ich bin kein Imker, von daher kann ich euch leider nicht so genau erklären. Das ist so das, woran ich mich so gerade erinnere, wie das definiert wurde. Also Royal Jelly gibt es wirklich und steht in Verbindung mit der Königin eines Bienenstocks. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist, dass der von der Königin irgendwie in Anführungszeichen generiert wird oder ob der zum Füttern von der Königin gedacht ist. Er soll aber angeblich ein besonderes Gelee sein, besonderer Honig sein, den man essen kann. Der soll angeblich auch helfen bei Gedächtnisverlust und so weiter. Hat man zumindest früher geglaubt. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das mittlerweile wissenschaftlich belegt ist oder nicht. Kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, bin kein Imker. Bin da nicht so gut mit der momentanen Lage der Forschung und so weiter vertraut. Ich habe es nur letztens mal so am Rande mitbekommen, ne, bei dem wunderhübschen Film Mr. Holmes, den ich nur empfehlen kann, denn der gute Ian McKellen spielt dort einen gealterten Sherlock Holmes, der ein wenig Probleme hat, und zwar mit, mit dem Gedächtnis. Ne? Ein senil werdender Sherlock Holmes, der seine Gabe der Deduktion nicht verliert, aber der Dinge einfach vergisst und dadurch Probleme in Anführungszeichen entstehen sollten. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, sehr, sehr gut. Ist ein bisschen langsamer, dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Es gibt so das ein oder andere Mysterium, dass man so im Laufe des Films quasi aufklärt oder aufgeklärt bekommt, je nachdem. Und das ist wirklich schön. Kann ich euch nur empfehlen, diesen Film euch mal auf Netflix anzuschauen. Wenn ihr das noch nicht getan habt. Kann ja auch sein, ne? Also, der ist einfach für Sherlock Holmes-Fans auf jeden Fall sehenswert. Ne? Sagen wir es mal so. Für Sherlock Holmes-Fans definitiv sehenswert. Und ich brauche hier, glaube ich, doch, ich brauche wirklich noch eins mitnehmen. Diese Honigbiene hat nur ein royales Gelee dabei gehabt. Und jetzt habe ich wieder eine neue gepult, oder? Nein, lass mich! Lass mich! Ah! Wir sind auch wieder am Ende unserer Episode angelangt. Von daher, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.